Herr Bisetzky, Sie beehren heute den Jubiläumsempfang der ÖRAG. Wissen Sie, was gefeiert wird? Ja, ich bin mir sehr sicher gelesen zu einem 140 Jahre. Gott sei Dank steht es da jetzt, weil 1871 und das ist nicht schlecht, ne? 140 Jahre. 140 Jahre und ebenso viele Mitarbeiter feiern Geschäftspartner und Freunde vergangenen Freitag im MAG. Die österreichische Realitäten AG, besser bekannt als ÖRAG, operiert in den Geschäftsbereichen Vermittlung, Verwaltung, Bau und Facility Management. Die Vorstände Stefan Brisovic, Thomas Lang und Peter Scharinger stehen für die drei Säulen des Unternehmens. Das macht sie am besten. Was immer ich jetzt sage, wird falsch sein, weil für jede der drei Protagonisten steht für eine der Sparten, die du genannt hast. Und würde ich da jetzt einen dem anderen bevorzugen, kriege ich halt wahrscheinlich nichts mehr zu essen. Doch das Catering serviert schnell und so bekommen wir doch noch eine Antwort. Die ÖRAG ist, glaube ich, bekannt für eine erstklassige Hausverwaltung. Das schwierigste Geschäft zurzeit, die Maklerei, ist gerade im Bereich der Büroimmobilien, wissen wir, dass es nicht einfach ist. Und auch da zeigt die ÖRAG einfach Standfestigkeit im Wind und ist immer ein verlässlicher Partner. Für mich persönlich eine besondere Qualität in diesen Tagen. Was macht den Erfolg aus? Oder das Geheimnis des Erfolgs ist 140 Jahre. Wie schafft man sowas? Durch Zurückhaltung. Okay. Ich denke mir, durch Zurückhaltung und eine gewisse Form des Konservativismus. Dafür ist die ÖRAG immer gestanden. Haben sich nie in den Vordergrund gespielt, sind zurückhaltend konservativ, haben gute Vermögensanlage gemacht, waren nicht marktschreierisch. Ich glaube, das ist der Erfolg dieses Unternehmens und ich bin froh, dass wir solche Unternehmen in Österreich haben. Für uns sind sie paktfähig und auch von der Expertise her absolut überzeugend. Können sich die Teenager in der Branche also noch eine Scheibe abschneiden? Wir sind 32, also durchaus. Ich bin schon ein bisschen älter und ich wünsche der SA, dass sie so alt wird, wie die Geschäftsführer aussehen. Die Immofinanz gibt es seit 1990 oder 1991. Wie alt ist die Depot? 2 Jahre älter. 2 Jahre älter? Ja, 142 Jahre. Ja. Auch die 25 Jahre alte Süber erkennt das stolze Alter neidlos an. Ich kann sie auch sehr neidlos anerkennen, weil das ist Hausverwaltung, wir sind Bauträger, also wir sind ja eher Partner als Mitbewerber oder Konkurrenten. Mitbewerber finden sich an diesem Abend keiner im MAG. Freitagabend ist man freundschaftlich verbunden. Und wer das noch nicht ist, der hebe das Glas. Weil wir mit allen unseren Kunden schon fast freundschaftliche Verhältnisse pflegen. Und da sind wir sehr stolz darauf und das macht uns auch sehr glücklich. Es erleichtert auch die tägliche Arbeit sehr und so macht die tägliche Arbeit auch sehr Spaß. Wir sind schon aus der Bankl-Maklergemeinschaft zusammengekommen, was ja die ÖRAG mittlerweile nicht mehr ist. Die CA Immo ist fast 25 Jahre alt und seit genau dieser Zeit, nämlich seit 1987, verwaltet die ÖRAG, vermittelt die ÖRAG, managt die ÖRAG unsere Immobilien im Inland und damit haben wir natürlich eine gewaltige, lange Historie. Persönlich habe ich noch ein paar Jahre dazu, weil ich ja auch im ÖRAG-Aufsichtsrat gesessen bin und so weiter. Das heißt, ich verbinde mich eine große Freundschaft mit dem Unternehmen. Freunde, keine Mitbewerber, sondern Freunde im Geschäft. ProSolution und ÖRAG verbindet auch eine langjährige Kooperation. Mich freut es besonders, dass es die gibt, weil sonst hätte ich sie finden müssen.